Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Julia Nihari-Kazen. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Einen schönen guten Abend auch von mir. Zum Ende einer Woche, in der viel vom Interesse an Deeskalation im Nahen Osten die Rede war, tatsächlich aber der Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Hisbollah-Miliz im nördlichen Nachbarland Libanon sich dramatisch zugespitzt hat. Nach den koordinierten Explosionen von Pagern und von Funkgeräten mit Dutzenden Toten und Tausenden Verletzten, für die Hisbollah Israel verantwortlich macht, hat der bereits seit Monaten andauernde gegenseitige Beschuss nochmal zugenommen. Der Kommandeur einer Hisbollah-Eliteeinheit wurde bei einem gezielten israelischen Angriff in der Hauptstadt Beirut getötet. Zuvor hatte die Terrormiliz ihrerseits Dutzende Raketen auf den Norden Israels abgefeuert. Währenddessen kommen weitere Einzelheiten ans Licht, wie die hochkomplexe Pager-Attacke wohl eingefädelt worden sein könnte. Wir sind in Budapest unterwegs. Hier soll es sein. Das Unternehmen, das die Pager an die Hisbollah verkauft haben soll. Wir klingeln, keiner macht auf. Und auch diese Passantin kennt die Firma, die Buck Consulting heißen soll, nicht. 2 Tage sind wir auf der Suche nach Informationen, sprechen mit Nachbarn. Die Anwohner sagen uns, viele der Firmen hier gibt es gar nicht. Das sind Briefkastenfirmen. Briefkastenfirmen dienen halt oft dazu, was zu verschleiern. Lieferketten zum Beispiel. Und das könnte auch im Fall der Buck so sein. Auf die Webseite von Buck Consulting kommt man nur mit Hilfe der Wayback Machine, einem Internetarchiv für gelöschte Webseiten. Brücken bauen für Technologie steht da. Anruf bei der Geschäftsführerin. Gegenüber anderen Medien streitet sie alles ab, jetzt geht sie nicht dran. Die Spuren scheinen ausgelöscht. Doch irgendwo muss der Sprengstoff in die Pager eingebaut worden sein, von denen am Dienstag im Libanon Tausende explodierten. Vor allem in den Händen von Hisbollah-Kämpfern. Auf den Hersteller verweist zunächst ein eingravierter Markennamen. Die dazugehörige Firma sitzt in Taiwan. Doch diese Firma erklärt, sie vergab nur die Lizenz nach Budapest. Und diese Spur führt noch weiter, nach Sofia. Hier wurde Medienberichten zufolge eine weitere Firma mit der Beschaffung beauftragt. Doch auch hier keine Produktionsstätte, nur ein Klingelschild, niemand da. Ein Firmengeflecht zur Verschleierung, typisch für Geheimdienste, sagen Experten. In diesem konkreten Fall auch sieht man, dass offenbar schon sehr viel im Voraus so die Basis gelegt wurde dafür. Sprich, die Firmen wurden schon vor über 2 Jahren gegründet. Ob man damals schon wusste, wofür genau man sie benutzen wird, das ist noch nicht bekannt. Registriert hat die Firma aus Sofia ein Geschäftsmann aus Norwegen. Ihm gehören mehrere Firmen. Auf Anfragen antwortet er uns nicht. Die Spur endet hier vorläufig. Eine so aufwendige Aktion spricht für einen Staat, sagt der Experte. Israels Auslandsgeheimdienst Mossad ist im Gespräch. Bestätigt ist nichts. Ich habe eher die Vermutung, dass man eine reale Bestellung der Hisbollah entweder so steuern konnte, sprich eine Firma, die in Wirklichkeit eine Tarnfirma war, mit der Hisbollah verknüpft hat und die Hisbollah eben unwissend eigentlich bei einer Tarnfirma bestellt hat. Oder dass man eine bestehende Lieferung sehr genau aufgeklärt hat, abgefangen und ausgetauscht. Unsere Recherche in Budapest wirft vor allem weitere Fragen auf und lässt die zentrale Frage weiter unbeantwortet. Wie kam der Sprengstoff in die Geräte? Und jetzt nochmal zur Lage im Nahen Osten zwischen Hisbollah und Israel. Ramin Sina berichtet für uns live aus Beirut, aus der Hauptstadt. Ramin, Israel meldet einen der ranghöchsten Anführer der Hisbollah getötet zu haben. Um wen genau handelt es sich bei diesem Ibrahim Akil und wie schwer trifft das die Miliz? Ja, Ibrahim Akil, ein ranghoher Kommandeur, der zuständig gewesen sein soll für eine Spezialeinheit der Hisbollah, des militärischen Flügels. Also durchaus ein hohes Tier, also auch ein harter Schlag für die Hisbollah, wenn es sich denn rausstellt, dass er wirklich getötet worden ist. Die Hisbollah hat es noch nicht bestätigt. Mindestens genauso hart ist der Schlag, aber auch psychologisch für die Hisbollah. Es ist der dritte Angriff, die dritte Explosion oder Luftangriff in dieser Woche hier in der Hauptstadt Beirut, der erneut zeigt, dass
dass die Hisbollah militärisch Israel unterlegen ist. Es gibt keine Luftabwehr, sie kann nicht im gleichen Maße zurückschlagen in Richtung Tel Aviv oder Jerusalem. Sie ist auch technologisch unterlegen und doch sehe ich die Hisbollah jetzt nicht taumelnd. Es gibt immer noch tausende Kämpfer, die Hassan Nasrallah, dem Anführer, folgen, die auch diszipliniert agieren, keinen Alleingang starten. Und die Entscheidungen von Hassan Nasrallah, so ist mein Eindruck, die sind auch weiterhin rational, wahrscheinlich eng abgestimmt mit dem engsten Verbündeten Iran. Er zettelt einen offenen Krieg mit der Militärmacht Israel von seiner Seite aus nicht an, obwohl er tausende Kämpfer und auch Raketen hat, aber weil er wohl weiß, dass es gravierendere Auswirkungen für das gesamte Land Libanon hätte. Aber Stichwort offener Krieg. Seit Monaten wird von einer Eskalation dieses Konflikts gewarnt zwischen Israel und der Hisbollah. Und bei all dem, was da gerade passiert, ist das nicht schon längst ein offener Krieg? Bei Krieg gehe ich mit, wenn drei Tage innerhalb von einer Woche hier Explosionen oder Luftangriffe gibt. Ja, und auch die Gefechte, die immer heftiger werden in der Grenzregion. Wahrscheinlich ist jetzt mit offener Krieg eher gemeint, wenn es jetzt noch eine Bodenoffensive on top gäbe von den Israelis, die steht ja auch im Raum, vor der haben auch viele Libanesen Angst. Es kann ja doch noch schlimmer werden. Sie haben im letzten Jahr in den Nachrichten immer wieder gesehen, zu was die israelische Armee auch bereit ist, wie viel Zerstörung sie etwa in Gaza angerichtet hat, wie viel Tote es dort gab, auch zivile Opfer. Also davor haben viele Menschen Angst. Es gibt ja auch keinerlei Anzeichen für Deeskalation jetzt zwischen Hisbollah und Israel. Die israelische Regierung will, dass 60.000 Israelis wieder in den Norden ihres Landes können. Die Hisbollah will das verhindern, im Gegenzug einen Waffenstillstand in Gaza. Von dem scheinen wir aber meilenweit weg. Alles hängt mit allem zusammen. Und so wird die Lage auch hier jeden Tag immer gefährlicher. Ramin, vielen Dank für die Informationen nach Beirut. Von allen Verkaufsargumenten für einen Volkswagen war schon früh eines zentral aus Sicht der Wolfsburger, nämlich, dass dieser Wagen läuft und läuft und läuft. Und jahrzehntelang lief es ja auch für VW, bis hin zum Titel größter Autobauerkonzern der Welt. Doch nun ist so einiges ins Stottern geraten. Vom bröckelnden Absatz in China bis zur fehlenden Nachfrage nach Elektro-VWs hierzulande kommt so einiges zusammen. Aber das ist derzeit kein Alleinstellungsmerkmal unter deutschen Herstellern. Nach der Gewinnwarnung von BMW vergangene Woche kam gestern eine von Mercedes-Benz hinzu. Eine schwächelnde Autobranche muss also einen Bundeswirtschaftsminister auf den Plan rufen. Und so besuchte Robert Habeck heute das VW-Werk in Emden. Was er da anzubieten hatte, berichtet Olaf Kretschmer. Warten auf den Wirtschaftsminister, vielleicht bietet Robert Habeck ja Unterstützung an. Die scheint bitter nötig, nachdem VW Entlassungen für wahrscheinlich hält, nicht mal komplette Werksschließungen können ausgeschlossen werden. Das treibt den Gewerkschaftern die Sorgenfalten auf die Stirn. Da hängen Familien dran. Und da erwarten wir natürlich, dass von der Bundesregierung Signale kommen, auch die E-Mobilität weiter zu fördern, Förderprogramme aufzulegen, dass auch wir hier weiterarbeiten können. Aktuell fehle einfach das Geld, um flächendeckend Elektroautos zu subventionieren, sagt die Ampel. Die bisherige Förderung wurde Ende 2023 über Nacht gestoppt. Beim Besuch in Emden hat der Vizekanzler vor allem warme Worte im Gepäck. Ich kann Ihnen und den Kollegen nur im Moment gutes Durchhaltevermögen wünschen und viel Kraft in der wirklich bedrohlichen Zeit. VWs größtes Problem ist zugleich sein größter Markt, China. Inzwischen bieten chinesische E-Autos mehr Qualität für weniger Geld. VW wird dort vom Markt gedrängt. Gleichzeitig läuft auch das Verbrennergeschäft schlecht, so wie der private Konsum generell. Habeck hofft auf eine Erholung. Was die Konjunktur angeht, so erwarte ich, dass mit dem Runtergang der Inflation und den höheren Tarifabschlüssen, den höheren Lohnabschlüssen, die Binnennachfrage bald wieder anzieht. Die Verbraucherinnen und die Verbraucher haben jetzt knapp ein Jahr wieder mehr Geld im Portemonnaie. Diese Hoffnung teilt Autoexperte Stefan Bratzel nicht. Unter anderem deshalb, weil vor allem deutsche Elektroautos im internationalen Vergleich zu teuer seien. Es wird keine Belebung geben. Wir haben Überkapazitäten in den Fabriken. Das bedeutet eben für Volkswagen, dass man sich überlegen muss, ja, bei einem stärker werdenden Wettbewerb, ob man so viele Fabriken tatsächlich braucht. Um wieder wettbewerbsfähig zu werden, brauche es ein klares politisches Bekenntnis zur E-Mobilität und Anreize für Durchschnittsverdiener.
Dazu gehören aus meiner Sicht auch Kaufprämien für eine Übergangszeit und natürlich die Ladestrompreise und die Ladeinfrastruktur mit weiter verbessert werden. Dass die Situation für alle deutschen Autobauer schwierig ist, zeigte sich auch gestern Abend. Mercedes gab eine Gewinnwarnung heraus. Für kommenden Montag hat Habeck nun Vertreter der Industrie und Gewerkschaften eingeladen, um auszuloten, welche Wege aus der Absatzkrise führen könnten. Ja, und sicher wird es auf diesem Gipfel am Montag auch um das zweite Megathema derzeit in der Automobilbranche gehen: autonomes Fahren. Also ein Auto fährt und niemand sitzt am Steuer. Längst keine Szene mehr aus einem Science-Fiction-Film oder so. Zwei Internetriesen wollen mit dem autonomen Fahren ein Riesengeschäft machen. Neben Google ist das auch die chinesische Firma Baidu. In insgesamt 11 Städten in China testet Baidu auf abgesperrten Strecken solche Autos und in Wuhan bald mit 1000 Fahrzeugen. Was die Chauffeurroboter da wirklich können und was noch nicht, das hat sich Jörg Endres angeschaut. Wuhan, Megacity am Yangtze-Fluss, wo Taxis Konkurrenz bekommen von unsichtbaren Fahrern. Der chinesische Suchmaschinengigant Baidu hat hier die größte Roboter-Taxi-Flotte der Welt auf die Straße gebracht. Taxifahrer Liu Adan, seit 20 Jahren im Geschäft, soll für uns die künstlichen Kollegen beurteilen. Per App ruft er zum ersten Mal im Leben ein Roboterauto. Dann heißt es einsteigen und los geht's. Das Steuer übernimmt die künstliche Intelligenz und ihre Sensoren. Es ist ungewohnt, ich bin etwas nervös, ehrlich gesagt. 500 solcher Fahrzeuge sind in Wuhan unterwegs, bald sollen es 1000 sein. In einem Teil der Stadt, der so groß ist wie Bremen. Bis hierher kann ich keinen Unterschied zwischen Mensch und Roboter feststellen. Der Preis für eine Fahrt ist subventioniert, denn der Feldversuch liefert dem Betreiber wertvolle Daten aus dem realen Straßenverkehr. Mutterkonzern Baidu und US-Suchmaschinengigant Google kämpfen derzeit um die Führung im autonomen Fahren. Für China gehört Hightech zur staatlichen Wirtschaftsstrategie. Selbstfahrende Lieferfahrzeuge prägen mancherorts bereits das Straßenbild. Auf selbstfahrende Lastwagen setzen die Entwickler. Außerdem konkurrieren etwa 2000 Drohnenhersteller im Land. Jüngst wurde die weltweit größte Frachtdrohne getestet, die ganz ohne Pilot einmal 2 Tonnen Nutzlast transportieren soll. Zurück in die Straßen von Wuhan. Das Robotertaxi, stellt sich heraus, fährt Umwege. Diese Strecke würde kein echter Fahrer aussuchen. Normalerweise dauert es 30 Minuten, jetzt brauchen wir eine Stunde. Offenbar will das Roboterauto kleine Straßen vermeiden, denn im Gewühl tut es sich manchmal schwer. Wie dieser Roboterkollege, den U-Turn gibt's nur mit Zurücksetzen. Die autonomen Fahrzeuge erzeugen manchmal Staus. Dann kann auch die Verkehrspolizei erstmal nichts tun. Die Roboter hören nicht auf sie. Aber ist das Problem Mensch oder Maschine? Kurz darauf will unser Roboterfahrer abbiegen. Aber gegen Mensch kann er sich nicht durchsetzen. Drängeln kennt der Algorithmus nicht. Erst müssen die Sensoren alles freigeben, dann biegt er ab. Der Roboter hält sich sklavisch an die Verkehrsregeln, zum Leidwesen von Fahrer Liu. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist 40 Kilometer die Stunde und schau, er fährt genau 40, egal ob vor ihm alles frei ist. Baidu profitiert davon, dass es in China für selbstfahrende Autos weniger Sicherheitsvorschriften gibt als etwa in Europa. Die Tests können so schneller ausgeweitet werden. Größere Unfälle sind aber bislang nicht bekannt. Am Ende ist Fahrer Liu aber dennoch nicht wirklich überzeugt von seinem Roboterkollegen. Ich denke, die Roboter fahren doch ganz anders als wir Menschen. Beim Spurwechsel, sie müssen gleichmäßiger fahren, ihre Geschwindigkeit, da gibt es noch viel zu verbessern. China hofft, die Technologie eines Tages zu exportieren, möglichst in die ganze Welt. Am Sonntag wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Seit der Wiedervereinigung regiert dort die SPD, die allerdings von einstiger Größe so einiges verloren hat. Zum ersten Mal könnte die Partei von Ministerpräsident Dietmar Woidke nicht stärkste Kraft werden. Für ihn geht es um die eigene politische Zukunft und auch um einen Schub für die Bundes-SPD, die nach katastrophalen Ergebnissen bei den letzten beiden Wahlen in Thüringen und in Sachsen
dringend einen Erfolg braucht. Doch wie vor 2 Wochen ist es die AfD, die in den letzten Umfragen hauchdünn vorne liegt. Markus Rehr berichtet über den Brandenburger Wahlkampf und seine Besonderheiten. Diese Meerjungfrau soll ihm wohl Glück bringen im Wahlkampf-Endspurt. Braucht er auch, denn Dietmar Woidke setzt alles auf eine Karte. Ungewöhnlich für einen Ministerpräsidenten. Wenn seine SPD nicht stärkste Kraft wird, sagt er, dann ist er weg. Er oder die AfD. Dann ist es jetzt wirklich eine Entscheidungswahl. Wir oder die. Und die sind genau die, die aus der deutschen Geschichte offensichtlich gar nichts gelernt haben. Zurzeit liegt Woidke in der Wählergunst auf Platz 2, hinter der AfD. Dabei hat er zusammen mit CDU und Grünen viel erreicht. Mehr Zeit- und Fördermilliarden für den Kohleausstieg etwa oder die Ansiedlung des E-Autobauers Tesla. Und beim Pro-Kopf-Einkommen hat Brandenburg inzwischen selbst 3 westdeutsche Bundesländer überholt. Bei der AfD teilen sie aus gegen Woidke. Gestern Abend beim Wahlkampf in Cottbus. Woidke ist ein schlechter Politiker, ein grottenschlechter Politiker. Er muss weg. Er hat 10 Jahre zugesehen und Beifall geklatscht. Wie Millionen Leute nach Deutschland gekommen sind. Es geht wenig um Landespolitik, aber viel um Patriotismus und gegen die Ampel, die Grünen, die Energiewende und gegen Migration. Das Kernthema der AfD. Und das wichtigste Thema für die Wähler in Brandenburg. In Umfragen liegt die AfD derzeit auf Platz 1. Für die CDU mischt er mit, Jan Redmann. Doch sein Wahlkampf ist von Pannen überschattet. Gleich zu Beginn die E-Rollerfahrt mit 1,3 Promille Alkohol im Blut. Und dann wirbt ausgerechnet der sächsische Ministerpräsident Kretschmer von der CDU nicht für ihn, sondern für eine Wiederwahl von Amtsinhaber Woidke von der SPD angesichts der Stärke der AfD. Redmann bleibt tapfer und zieht weiter mit seiner Wahlkampfholzbank durchs Land. Die standen früher mal bei Redmanns in der Küche. Und ich saß da mit meiner Mutter drauf und bei uns zu Hause gibt's die geübte Praxis, dass man die Dinge offen ausspricht. Bisher schafft die CDU laut Umfragen nur Platz 3, dicht gefolgt vom BSW. Am Ende könnte vieles an ihm hängen, Peter Wieder, Spitzenkandidat der BVB Freie Wähler. Im Wahlkampf schenkte er Orangensaft aus, die Orange sein Markenzeichen. So, wie sieht's hier aus? Orangensaft, mit Schuss oder ohne? Wieder sieht sich als Kümmerer für seine Brandenburger. Populismus ist für ihn kein Schimpfwort. Er sieht sich als Populisten der Mitte. Wir haben den Rechtspopulismus, der keine Lösung bietet. Wir haben den Linkspopulismus, der noch nichts geschaffen hat, aber mit lauter Stimme durchs Land zieht. Und da immer in der Mitte bleibt es immer leerer. Holt Wieder erneut das Direktmandat, dann könnten die Freien Wähler wieder in den Landtag einziehen. Für Dietmar Woidke könnten sie dann zum Königsmacher werden, falls der die AfD doch noch bezwingt. Heute war mal wieder Freitag und es gab mal eine Zeit, und das ist gar nicht so lange her, da war vielen klar, was anstand, wenn wieder Freitag war. Klimastreik, angeführt von Fridays for Future, die vor allem 2019 auch hierzulande eine rasant wachsende Bewegung wurden. Aber dann kamen Dinge wie die Corona-Pandemie, die viele Versammlungen und Demos schlicht verhinderte. Oder die Flüchtlingsdebatte gewann an Fahrt. Oder der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine überlagerte einfach vieles, inklusive der Frage nach unserer Energieversorgung und weiteren Flüchtlingen. Und so geriet das Thema Klimaschutz in den Hintergrund, obwohl sich das ja alles andere als in Luft aufgelöst hat. So wie Fridays for Future übrigens auch nicht. Und so hat die Klimaschutzbewegung für heute wieder zu bundesweiten Freitagsdemonstrationen aufgerufen. Mit welchem Echo? Rupert Wiederwald. Auch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle! Die Parolen sind die gleichen wie bei den letzten Klimademonstrationen. Und auch heute ist die erste Reihe der Demonstrationen in Köln sehr jung. Fridays for Future hat gerufen und in Köln sind es etwa 4.500 Menschen, die zu Fuß oder auf dem Rad durch die Innenstadt ziehen und für mehr Klimaschutz demonstrieren. Verglichen mit den 70.000 vor 5 Jahren ein kleiner Haufen. Ich finde, Klimagerechtigkeit und Klimaschutz ist einfach viel zu wenig auf der politischen Agenda. Es wird zu wenig getan. Es ist so ein brennendes Thema und es müsste eigentlich so viel passieren, damit man das noch gemeinsam irgendwie in den Griff kriegt. Aber es passiert halt einfach nichts. Gleichzeitig bereiten wenige Kilometer weiter Lucia, Yara, Emil und Mert die Abschlusskundgebung für den Abend vor. Eine professionelle Bühne wird aufgebaut. Die Jugendlichen haben einiges zu organisieren. Sie alle sind noch Teenager, aber sie haben noch die großen Demonstrationen von 2020 in Erinnerung.
manchmal denkt man schon so an die Demos von früher so zurück. Da waren so viele Menschen, es war richtig Stimmung. Es war halt einfach ein viel aktuelleres Thema, was mehr Menschen beschäftigt hat als heute. Es ist schon irgendwie traurig zu sehen, dass das eben so aus den Köpfen verschwindet, obwohl es vor 4 Jahren noch 70.000 Menschen waren, die mitgekommen sind. Und auf einmal ist es irgendwie so weggeflogen. Groß sind die Demonstrationen in ganz Deutschland nicht mehr. In Städten wie Bonn, Düsseldorf oder Aachen sind es heute jeweils nur einige hundert. 2020 waren es jeweils tausende Demonstranten. Und selbst in der Hauptstadt Berlin zählen die Veranstalter nur etwa 5.000 Protestierende. Der Frust über die schwindende Bedeutung des Klimawandels ist deutlich zu spüren. Wir haben die Überschwemmungen, wir haben die Dürren. Was muss noch passieren, dass die Menschen aufwachen? Ich versuche mal alle Freunde einzuladen, aber da ist halt begrenzt das, was ich machen kann. Ein Frust, den auf der politischen Ebene die Grünen sehr gut kennen. Wie Fridays for Future müssen sie erleben, dass ihr Kernthema Klimaschutz wenig Zustimmung bekommt. Die Sorge mit Blick auf Klimaschutz oder die Klimakrise ist weiterhin groß. Das ist eines der wichtigsten Themen bei den Sorgen der Menschen. Aber das Zuvertrauen in gute Antworten, das ist offensichtlich gerade nicht da. In Köln ist die Demonstration inzwischen bei Lucia und ihren Freunden auf dem Platz angekommen. Insgesamt etwa 5.000 Menschen sind jetzt hier. Weniger als noch vor einem Jahr. Ist natürlich ein Unterschied und ich merke den auch und ich bin da traurig drüber. Aber wenn ich die ganzen Menschen an mir vorbeiziehen sehe und sehe, okay, ihr seid alle hier und ihr kämpft alle für Klimagerechtigkeit, dann ist mir das in dem Moment total egal eigentlich. Sie ist 17 Jahre alt und hat noch immer Hoffnung, dass sie etwas bewegen kann. Ihr Motto heute, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und über diese aktuelle Lage und Motivation bei der Klimaschutzbewegung habe ich am Abend mit der Psychologin Lea Dohm in Hannover gesprochen. Sie hat Psychologists for Future mitgegründet, eine Gruppe, die sich unter anderem mit den Folgen des Klimawandels auf die Gesundheit beschäftigt. Guten Abend, Frau Dohm. Hallo, guten Abend. Vor wenigen Jahren noch war die Klimakrise das bestimmende Thema, gerade bei Jugendlichen, und jetzt lockt es deutlich weniger Menschen auf die Straße. Wie erklären Sie sich das aus psychologischer Sicht? Naja, da gibt es verschiedene Faktoren. Einerseits haben wir gerade ziemlich viele Krisen gleichzeitig. Das heißt, viele Menschen sind insgesamt sehr hoch belastet. Zweitens könnte man sagen, ist es ja vielleicht auch beschämend für uns Erwachsenen. Warum sollten nur die Jugendlichen demonstrieren? Das wäre ja auch unsere Aufgabe. Und drittens muss man sagen, dass sich auch das Klimaengagement verändert hat. Insofern, als dass es auch an anderer Stelle mehr stattfindet, zum Beispiel institutionalisierter. Das heißt, es ist gar nicht so verschwunden und man braucht sich da quasi aus Sicht von Klimaschützern da gar nicht so drum sorgen? Sorgen sollten wir uns unbedingt alle, denn das Problem ist super ernst und es gibt sehr, sehr viel zu tun. Und man kann einfach an ganz vielen unterschiedlichen Stellen gleichzeitig anfangen und wichtig ist, dass wir irgendwo anfangen. Und dennoch fangen wir nicht so sehr an, wie man es vielleicht müsste. Warum verdrängen wir dieses Thema so? Waren da die Hitzerekorde allein dieses Jahr oder aktuell wieder die Hochwasser mit mehreren Toten nicht eindrücklich genug? Sind die anderen Themen einfach zu überlagernd? Naja, psychologischerseits gilt es festzuhalten, dass Verdrängung erstmal was Gesundes und Normales ist. Das brauchen wir alle, um uns fokussieren zu können im Alltag. Aber es ist natürlich gerade bei solchen riesigen Krisen ganz, ganz wichtig, dass wir das in Maßen verdrängen und halt immer wieder auch hinschauen, damit nicht die Krisen neben uns eskalieren, während wir uns damit beschäftigen, wie wir unser Wohnzimmer schöner tapezieren könnten. Das ist auf jeden Fall ein ernstes Thema und nicht nur beim Thema Klimawandel, auch bei anderen Themen erkennen ja viele auch einen Handlungsbedarf. Aber dann schwingt dann immer so eine Angst vor Veränderung mit, was dann für viele, wie Sie es auch sagen, Verdrängung ist gesund, aber auch zum Abkapseln führt und Parteien auch zu beflügeln scheint, die versprechen, solche Transformationen zu verhindern. Welche Rolle spielt diese Veränderungsmüdigkeit dann hierbei? Naja, da gibt es verschiedene Faktoren. Einerseits ist es so, dass wir als Menschen das Gewohnte mögen. Wir mögen unsere Routinen, unsere üblichen Muster, da kennen wir uns gut drin aus und fühlen uns sicher. Da machen Veränderungen erstmal Stress. Und das Zweite kommt, was dazu kommt, ist, dass die zum Beispiel die Extremwetterberichterstattung oder überhaupt die Berichterstattung über die Klimakrise natürlich Angst machen kann, Stress machen kann, verschiedene unangenehme Gefühle in uns wecken kann. Und da ist es ganz verständlich, dass wir nicht so gerne weiter hingucken möchten. Umso wichtiger wäre es eben auch, die mediale Berichterstattung mit Handlungsmöglichkeiten zu ergänzen. Das würde nämlich viele Menschen, würde es vielen leichter machen, dran zu bleiben. Das heißt also, die Ohnmachtsgefühle, die man vielleicht hat vor dieser riesigen Aufgabe, wo man denkt, als Einzelner schafft man das ja sowieso nicht und es sind ganz andere Spieler dabei und Player in dieser Geschichte, darum geht es, das wegzukriegen?
Naja, es ist ein Stück weit wahr, insofern, als dass das Ganze nicht nur ein psychologisches Problem ist, sondern da sind natürlich ganz manifeste auch finanzielle und Machtinteressen im Spiel. Aber es ist auch ein psychologisches Problem. Und was hinzukommt, ist, dass viele die Handlungsmöglichkeiten, die wir haben, noch gar nicht so genau kennen. Da wird oft angefangen bei individuellen Konsumveränderungen und eigentlich müssten wir viel mehr hin zum Handeln in Gruppen, zum Beispiel an unserem Arbeitsplatz, in den Gruppen, in denen wir uns sowieso aufhalten. So ändern wir soziale Normen und so entfalten wir eine ganz neue Wirksamkeit und übrigens psychologischerseits auch ein neues Wir-Gefühl, was wir dringend gebrauchen können, auch für unsere psychische Gesundheit. Nun scheint Klimaschutz ja eher einen negativen Beiklang bekommen zu haben. Man soll auf Fleisch verzichten, auf Flugreisen, aufs Auto fahren, sich mehr anstrengen etc. Dabei könnte man ja auch sagen, Klimaschutz schafft etwa neue Arbeitsplätze oder wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus etc. Warum überwiegt aber der negative Anklang? Naja, es hat im Grunde beide Seiten gleichzeitig. Also es stellen sich auf der einen Seite sehr viele gewohnte Muster um, wenn wir das hinkriegen wollen. Das heißt, es ist Veränderung, die ein Stück weit auch Stress bedeutet, wo vielleicht nicht alles perfekt läuft. Und auf der anderen Seite haben Sie vollkommen recht, es gibt richtig viel zu gewinnen. Allein die gesundheitlichen Folgen der Klimakrise sind desaströs. Auch die psychischen Folgen der Klimakrise sind desaströs. Das können wir als Psychotherapeutinnen gar nicht einfach wegtherapieren. Und wir gewinnen zum Beispiel an Entschleunigung, an Zeit. Viele Menschen sind total gehetzt. Das Umweltbundesamt hat verschiedene Lösungsszenarien vorgeschlagen, wo es zum Beispiel auch um eine Reduktion der Wochenarbeitszeit geht. Wir gewinnen an Gemeinschaft. Ja, und das mit der Gesundheit ist natürlich ganz vorne zu bewerten aus meiner Sicht. Sie haben auch ein Buch dazu geschrieben zu dem Thema. Der Untertitel des Buches Klimagefühle, dessen Co-Autorin Sie sind, lautet: Wie wir an der Umweltkrise wachsen, statt zu verzweifeln. Ein paar Sachen haben Sie schon angesprochen, aber was raten Sie also? Ich rate dazu, erstmal anzufangen zu handeln in irgendeiner Form, wo, also die meisten Menschen haben irgendeine Idee, wo es naheliegend wäre, dass sie selbst anfangen und da bestenfalls irgendwie nicht in den eigenen vier Wänden, sondern mit anderen zusammen, in den Gruppen, in denen wir uns eh aufhalten, das mit den Aufgaben verbinden, die wir sowieso machen. Und das ist hochrelevant, weil wir wissen, dass durch das Handeln Hoffnung entstehen kann und Zuversicht entstehen kann und das ist doch was, was wir in dieser Zeit dringend gebrauchen können. Frau Dohm, vielen Dank für das Gespräch. Schönen Abend. Wir müssen ausgeschlafen für den Klimaschutz sein, meint Janina Schreiber vom Südwestrundfunk. Ich glaube nicht, dass wir klimamüde sind. Ich glaube, wir sind veränderungsmüde und müde davon, dass die Politik Lösungen verschläft, obwohl sie auf der Hand liegen. Um also wieder wach zu werden, brauchen wir alle etwas, das uns da rausholt. Und eigentlich sollte die Realität doch reichen. Pro Grad Erwärmung kann die Atmosphäre etwa 7% mehr Wasserdampf aufnehmen. Doch der kommt auch wieder runter, und zwar in Form von Starkregen, wie wir dieser Tage mal wieder sehen. Mehr Erderhitzung heißt mehr Extremwetter, also häufiger und heftiger. Das Klima duldet kein Verschlafen. Wen dieser Klang nicht wachrüttelt, wecken den vielleicht die Rufe der Klimabewegung auf? Die letzte Generation versuchte es mit Eskalation. Das hat viele Menschen so wütend gemacht, dass es eher erschöpfte als wachrüttelte. Und Fridays for Future schien zuletzt sehr viel leiser zu klingeln. Die Bewegung mag vielleicht nicht mehr so viele Menschen wie 2019 auf die Straße bringen, bündelt dafür aber andere Kräfte und kämpft mit Sozialverbänden und Gewerkschaften für ein besseres Klima. Und diese Kooperation braucht es auch. Denn die Politik kennt derzeit nur Konflikt und verschläft weiter die Transformation. Aus mehr Fortschritt wagen, wie es im Koalitionsvertrag steht, scheint eher ein so wenig Veränderung wie möglich riskieren geworden zu sein. Die Verkehrswende lahmt. Das Heizen? Wärmepumpe diskreditiert. Die Wirtschaft immer hoffnungsloser angesichts eines fehlenden und verlässlichen Wegs zur Klimaneutralität. Also, es ist Zeit, endlich die Veränderungsmüdigkeit abzuschütteln. Denn noch haben wir die Wahl, ob wir diese Veränderung bei Design, also durch Klimaschutz und Anpassung wollen, oder bei Desaster, durch die Katastrophe. Die Meinung von Janina Schreiber. Und jetzt weitere Nachrichten des Tages. Niharika, mit dir. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat der Ukraine zeitnah zusätzliche Kredite in Höhe von 35 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das teilte sie während eines Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew mit. Das Darlehen sei durch unerwartete Gewinne aus stillgelegten russischen Vermögenswerten gedeckt. Das EU-Parlament und eine Mehrheit der Mitgliedstaaten müssen noch zustimmen. Selenskyj sagte, das Geld solle unter anderem für die Luftverteidigung und die Energieversorgung verwendet werden.
Die US-amerikanische Wissenschaftlerin Erin Schumann ist in Hamburg mit dem Körperpreis ausgezeichnet worden. Er ist mit 1 Million Euro dotiert. Die Direktorin des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung in Frankfurt gilt als Expertin für den Bereich Neurobiologie. Ihr Spezialgebiet sind Nervenzellen, sogenannte Neuronen. Ihre Arbeit könnte dazu beitragen, Krankheiten besser zu verstehen, die mit Lernschwierigkeiten oder verzögerter sprachlicher Entwicklung einhergehen. Nach dem schweren Hochwasser in Polen steigt die Oder nun langsam auch in Deutschland an. Im Osten Brandenburgs wird der Höchststand der Pegel für Montag erwartet. Die Behörden vor Ort sprechen von einer sehr ernsten Lage. Aktuell bereiten sich mehrere Städte und Gemeinden auf das Hochwasser vor. Vorsichtiges Aufatmen dagegen in Sachsen. Die Pegelstände der Elbe gehen hier langsam zurück. Besonders amüsant war es nicht auf der Reeperbahn vor 130 Jahren, auch nicht nachts um 12:30, denn damals wurde dort vor allem geschuftet, als man Schiffstaue herstellte, in der Seefahrt Repe genannt, und dafür brauchte man eben lange, gerade Strecken, sprich eine Reeperbahn. Die Arbeit war nur für Männer, kein Ort für Frauen. Dass sehr vieles noch immer männerdominiert ist, darum geht es unter anderem gerade auf dem Hamburger Reeperbahn-Festival, immerhin Europas größtes Clubfestival. Über die Frage, warum in der Musikbranche Frauen nach wie vor zu wenig den Takt bestimmen, Andreas Hilmer. Sängerin Ali Neumann auf dem Hamburger Reeperbahn-Festival. Ihre letzte Platte entstand größtenteils in Eigenregie. Sie hat sich durchgesetzt als Künstlerin, als Frau, obwohl die Musikindustrie noch immer von Männern dominiert wird. Ich habe sehr viel damit gelebt, dass Leute mir gesagt haben, erstmal, ich sei ein Niemand, ich sei komplett geschaffen. Dann draußen laufen wir, hier auf diesem Festival, laufen 300 Männer rum, die sagen, sie hätten mich erfunden und erschaffen. Ich habe so oft von Männern gehört, wenn du das und das machst, wirst du nie wieder einen Club von innen sehen, du wirst nie wieder eine Bühne betreten. Look at me now. Wenn ich dich so sehe, wird mir klar, dass du nur durch meine Liebe schön warst. Musik, Style und Haltung. Ali Neumann steht in der Musikindustrie für weibliche Power, die viele einfordern. Wie es um Geschlechtergerechtigkeit in der Branche steht, belegen Ergebnisse einer Marktforschungsstudie der Initiative Key Change, die das Festival in den letzten Jahren durchgeführt hat. Von Bühnenarbeitern über die Bandbooker bis zum Plattenboss, alle wurden befragt. Stehen genug Frauen auf der Bühne? Sind Chefs auch mal weiblich und geht es gerecht zu? Wir haben festgestellt, dass fast jede der befragten Frauen schon einmal Diskriminierungserfahrungen in der Musikbranche gemacht hat. Und 62% der Befragten wünschen sich unabhängig vom Geschlecht bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten in der Live-Kulturbranche, in der einfach Arbeitszeiten und Kinderbetreuungszeiten nicht einhergehen. Ali Neumann und viele Künstlerinnen fordern vehement mehr Platz und Teilhabe ein für Frauen und queere Menschen. Sie führt eine Bewegung an, die von den Fans bis in alle Bereiche der Musikindustrie schwappt. Bisher unterstützt nur eine große Plattenfirma die Initiative Key Change. Konzertveranstalter haben bereits erkannt, dass mehr Weiblichkeit und Diversität gut sind. Das eine ist, dass es für die Fachkräftesituation natürlich total notwendig ist, Bedingungen zu schaffen, mit denen auch alle ihre volle Kraft einbringen können. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist für Teams gut. Also die inhaltlichen Impulse sind völlig andere in diversen Teams. Das dritte ist, das Publikum erwartet das von uns. Und viertens, es ist gesellschaftlich richtig. Auf der Bühne bekommt Ali Neumann den Key Change Award verliehen. Sie sei Vorbild beim Ringen der Musikindustrie um Geschlechtergerechtigkeit. Ich bin einfach sehr froh über den Preis, weil der dafür steht, dass wir Veränderungen im System brauchen, dass wir Veränderungen in der Musik brauchen, in der ganzen Gesellschaft überhaupt. Selbstbewusste Frauen begeistern auf dem Reeperbahn-Festival. Und wer weiß, vielleicht gibt's ja auch bald für die Branche Rock'n'Roll in Teilzeit. Das Wetter feiert derzeit ein sonniges Sommerend-Festival. Carsten, geht's so weiter am Wochenende? Es geht auf jeden Fall am Wochenende noch so weiter. Also 2 Tage noch Sommerendfestival. Und dann geht so langsam das Ganze in Richtung Herbst. Und dass der Herbst nicht mehr weit ist, das lässt sich nicht mehr leugnen. Wie zum Beispiel auf diesem Foto heute Morgen, Sonnenaufgang an der Ostseeküste. Und wir sehen hier oben die Kraniche, die ziehen. Aber wenn wir sagen noch 2 Tage, dann sehen wir das auch vor allem beim Temperaturtrend. In der Westhälfte Deutschlands geht das mit diesen spätsommerlichen Temperaturen noch bis zum Sonntag, ab Montag kälter.
In der Osthälfte kommt diese kältere Luft erst einen Tag später an. Und zwar bis Montag bleibt es warm. Ab Dienstag wird es zum Beispiel in Dresden kälter. Aber bei diesem sommerlich warmen Wetter, da erwarten wir so viel Sonnenschein wie heute. Hier ein Satellitenfoto von heute, fast wolkenloser Himmel. Und das bedeutet morgen vor allem für den Samstag volle Sonnenscheinausbeute von morgens bis abends 12 Stunden. Beispiel Stuttgart. Auch der Sonntag wird sehr sonnig, aber eben am Montag ist der Wetterwechsel mit vielen Wolken angesagt. Keine Wolken gibt es heute Nacht. In der zweiten Nachthälfte bildet sich im Süden etwas Nebel, der sich aber morgen im Verlauf der Vormittagsstunden rasch wieder auflösen wird. Und dann ist es überall sonnig bei einem zumeist wolkenlosen Himmel. Eine Ausnahme, morgen Nachmittag kann es im Schwarzwald einen kurzen Regenschauer oder ein Gewitter geben. Die Temperaturen nachts in den Mittelgebirgen zum Teil einstellig, sonst Werte um rund 10 Grad. Tagsüber warme 22 bis 26 Grad. Ähnliches Wetter am Sonntag, noch einmal viel Sonnenschein bis zu 26 Grad. Und dann kommt der Montag. Und das sieht deutlich mehr nach Herbst aus. Immer wieder Regen, Temperaturen gehen dann auch allmählich zurück. Oha, das wird ein krasses Aufwachen dann am Montag in einer neuen Wetterlage. Vielen Dank, Carsten, dafür. Soweit die Tagesthemen für heute. Im Ersten geht's jetzt mystisch weiter. Ja, mit dem Film Wäldern, das Böse in den Spiegeln. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin einen schönen Freitagabend noch. Tschüss. Tschüss. Und bleiben Sie zuversichtlich. Auf jeden Fall.